Willkommen zum Winter-Event in Forge of Empires. Ja, hi. Hallo Kesslin, hallo Samson, hallo Selene. Hört ihr mich gut, trotz des Hintergrund-Sounds? Ich hoffe es. Müsste ich glatt mal gucken, ob ich vielleicht diesmal schaffe. Ach, das wird wieder schwierig. Hauptstadt. Winter-Event. Spiel ausmachen. Okay. Jetzt mache ich das Fenster hier zu und das Fenster hier an. Und? Kommt was? Nein. Wäre ja auch zu schön gewesen. Doch. Aber das ist doch nicht die Melodie vom Winter-Event. Jetzt ist es schon wieder weg. Naja, so richtig funktioniert es nicht. Also, kein Glühwein, keine Eisschokolade. Ich bin nicht auf das Event vorbereitet. Kesslin, ich kann dich beruhigen. Es ist noch nicht Weihnachten und auch noch nicht Winter. Von daher, du hast noch genug Zeit, dich vorzubereiten. Es ist nur auf dem Beta-Server soweit in Forge of Empires und das Winter-Event ist mal wieder da zum Test für uns alle. Und ich würde sagen, wir werfen wieder einmal einen Blick darauf. Es gibt natürlich auch wieder eine Ankündigung vom Juba, dieses Mal in der Winterkugel, wo man noch nicht viel sieht. Genau. Und es gibt ein Spiel, das so aussieht, wie wir es kennen. Es gibt eine Eventpreisliste mit zwei Regalen sozusagen oder zwei Leisten, so wie wir das jetzt bei den allen Events kennengelernt haben. Das sieht mir neu aus. Auf den ersten Blick zumindest. Dann gibt es anscheinend auch zerbrochene Schlüssel und natürlich neue Eventgebäude. Und neue Avatare. Ja. Habt ihr euch das Event schon ein bisschen angeguckt? Ich noch gar nicht. Ich bin heute das erste Mal auf dem Beta-Server online. Aber ich glaube, das Event hat gestern gestartet. Von daher habe ich auch noch nicht allzu viel verpasst. Die Questgeberin ist anscheinend ein kleines Mädchen mit Rentierhörnern. I'm Isabella. Okay, Isabella lässt es schon mal schneien für uns. Und schon wird es sehr winterlich in Forge of Empires. Alles wird weiß. In manchen Zeitaltern werden auch noch die Dächer der Gebäude weiß. Das ist hier im frühen Mittelalter offenbar nicht der Fall. Eigentlich dumm von mir jetzt zu ernten. Hallo Tosa. Guten Abend. Okay, ich sammle mal einen Master Key ein, ohne genau zu wissen. Ach so. Doch, ich weiß, was es ist. Das ist der Schlüssel für diesen Eventkalender, nehme ich an. Genau. Und jetzt bekommt man nicht mehr nur ein Schlüssel oder zwei,
sondern man hat eine Chance auf bis zu 3. Okay. Gut, dafür muss man natürlich die täglichen Quests erledigen. Das scheint mir jetzt hier an der Stelle nicht so schwer. Dumm natürlich von mir, dass ich da schon ein bisschen was eingesammelt habe. Geh mal einmal drüber. Jetzt hier noch 160 Güter bekomme. Könnte schon schwierig werden. Da kriege ich auf jeden Fall schon mal 6 Sternchen. Dann gebe ich mal 6 Forge-Punkte aus. Dann habe ich auch die Teilquest hier erledigt. Ach, meine Aachener ist fertig. Ich gleich mal leveln. So. Noch 5. Zeus-Statue. So. Ein paar Sternchen einsammeln. Den Kampf machen. Am besten mit gebundenen Einheiten. Die kann man ja wieder nachproduzieren, falls sie kaputt gehen. 5000 Güter einsammeln. Ja, habe ich schon. Also man würde hier wieder relativ flott durchkommen und je mehr man vorankommt in seinen Quests, bei jeder abgeschlossenen Quest, gibt es mal wieder ein wenig Schnee über die eigene Stadt. Dann sieht es immer schön weiß aus. 15 Minuten Produktion. Kriegen wir alles hin. Okay. Okay, okay. Hallo Engel. Einen wunderschönen, späten, guten Abend. Na, das sieht ja schon besser aus hier. 2x Gildenexpedition. Zack. Noch einmal. Zack. Es fehlen nur noch ein paar mehr Güter. Und wenn ich alles eingesammelt habe, dann komme ich auch in der Questline heute nicht mehr weiter. Da nochmal 20 geschafft. Huh, gerade so. Und 2 Master Key Parts. Okay, wunderbar. 5 brauche ich, um einen Master Key zu bekommen. Okay. Gut, gut. Bevor der Tag rum ist. Ach ja, hier hätte ich ja nochmal Güter bekommen. Naja, nun ist es zu spät. Nun ist es zu spät. Okay. Gut, Ernte ist erledigt. Und die ersten paar Quests auch. Die 15 Minuten Produktion laufen. Die nächsten 5 Sterne. Und dann schaue ich mal rein ins Spiel. Das sieht mir doch sehr aus wie in den letzten Jahren. Allerdings diesen Wichtel, der kommt mir nicht so bekannt vor. Den Wichtel scheint es zu geben hier an der Stelle, wo man Winterdom, genau, der Winterdom ist das. Winterdom-Auswahlkit. Wenn man das bekommt, dann kriegt man das Wichtelgesicht. Es gibt auch den Kalenderschlüssel. Und damit kann man hier diese Türchen öffnen. Oh, tatsächlich habe ich gestern... Ja klar, ich habe gestern den ersten Tag verpasst. Stimmt, gestern hat das Event gestartet. Da habe ich keinen Schlüssel eingesammelt. Jetzt könnte ich das natürlich noch nachholen mit dem Master Key. Und wenn man das geschafft hat, den ganzen Kalender abzuschließen, dann gibt es nochmal 2 extra Kits für das Hauptgebäude, so wie es aussieht. Und 100 Fragmente für Nussknacker irgendwas. Einen Weihnachtsmann, einen Nikolaus. Ist ja nicht das gleiche, ne?
200 Forge-Punkte und 300 Güter. Ist schon ein anständiger Preis, würde ich sagen. Aber 32 Türchen zu öffnen, ist schon auch ganz schön anständig. Es deutet auf jeden Fall darauf hin, dass das Winter-Event 32 Tage laufen wird. Schauen wir nochmal hier. Ja, ein Tag ist schon vorbei. 32 to go. Okay. Aber ist ja bekannt, das Winter-Event ist das längste Event. Das verschafft den Leuten, die bei Forge of Empires arbeiten, sicherlich etwas Freiraum über die Winterzeit, über die Weihnachtstage, um eben dort Urlaub machen zu können und die Arbeit etwas liegen lassen zu können. Genau. So, 50 Sternchen habe ich schon. Damit könnte ich jetzt hier schon was öffnen. Aber den Winterdom, für den interessiere ich mich doch recht mäßig. Ich wechsle mal den Tagespreis. Mal gucken, ob wir was anderes Gutes bekommen. Ich bin mir nicht sicher, ob es die Wechseloption im letzten Jahr schon gab. Ich glaube eher noch nicht. Das wird wahrscheinlich auch neu sein. Nein, wir bekommen was Schlechteres, den Taktikerturm. Macht nichts. Ich denke, Start drücken können wir auch nochmal. Und so. Oh ja. Das ist schon mal nicht schlecht. Das ist was, wonach ich auch noch schauen werde oder schauen möchte, wie wahrscheinlich es ist, dass man denn Fragmente für den Wunschbrunnen bekommt oder für das Schrumpfkit. Bei den Geschenken sieht man ja erstmal nicht, was dahinter steckt. Okay, Shuffle, das ist natürlich jetzt hier der Trostpreis. Hier gibt es auch Fragmente für den Wunschbrunnen. Drücken wir nochmal drauf. Das brauche ich nicht. 14 Sterne ist nicht schlecht. Verdoppelter Preis ist super, wenn man weiß, was man kriegt. Ja, bei dem 30 Minuten Vorratsbooster wäre es jetzt nicht nötig gewesen. Und nochmal ein Shuffle. Und auch hier wieder ein Wunschbrunnen-Fragment. Sieht jetzt auf den ersten Blick so aus, als wäre bei den Geschenken immer auch was für die Wunschbrunnensammler dabei. Man muss es nur erwischen. Was ich jetzt auch nicht erwischt habe, ist einen Schlüssel für den Eventkalender. Schauen wir mal später, vielleicht klappt es dann, wenn wir noch ein paar Quests abschließen können. So, dann kann man hier wieder. Genau, Streichhölzer benutzen, um Kerzen anzuzünden und damit die Häuser zu erleuchten. Auch das kennen wir bereits. Und so kommen wir dem nächsten Hauptpreis immer näher. Mal gucken, ob ich es schon schaffe, hier einmal durchzukommen mit den vier verbleibenden Streichholz versuchen. Sieht jetzt im Moment noch nicht so schlecht aus. Ah, jetzt wird's eng. Nee, das wird, denke ich, noch nichts. Da. Jetzt müsste ich ja vier haben. Das geht nicht. Fünf sogar. Eins gibt's. Okay. Gut. Dann schauen wir doch mal, was es geben würde. Zunächst, jetzt hier richtig gesehen, nächster Preis. Und hier ist jetzt, ach so, das habe ich schon. Genau, das ist der nächste Preis. Das ist der Preis, den gibt es bei 0 Sternen. Also den kriegt jeder, wenn er einfach nur das Fenster hier öffnet. Und zwar ein Anhänger für, oder zwei Fragmente für einen Anhänger. Was ist denn das Paler-Car? Da bin ich mir jetzt gar nicht sicher. Schauen wir mal. Schauen wir mal im Inventar, was wir jetzt da haben. Paler-Car.
Ach, Pelaka ist das Neue. Mit den 5% Defense. 2 von 15 Fragmenten. Ist ja auch ein sehr, sehr kleiner Preis, den es da gibt als ersten Preis. Nun gut. Dann gibt es das neue Hauptgebäude. Hier gibt es schon einen Wunschbrunnen. Oder wieder nur 2 Fragmente. Okay. Wie viel braucht man für den Wunschbrunnen? 15 auch. Okay. Es werden jetzt kleine Brötchen gebacken. Es gibt nur noch Fragmente. Oben gibt es 5 Fragmente. Okay. Wenn man also die obere Leiste kauft für 1200 Diamanten. Moje! Hallo, Marco. Ja, für 1200 Diamanten. Also dieses Mal wieder gegen Diamanten und nicht gegen Geld für die obere Leiste. Dann bekommt man ein paar mehr Fragmente für den Wunschbrunnen, aber noch keinen vollständigen Wunschbrunnen. Hier hätte man dann nur 7, dann hätte man schon fast einen halben Wunschbrunnen. Naja. Okay, hier geht's weiter. Auch für dieses Gebäude gibt es nur Fragmente. 20 Fragmente für das Nussknacker. Wachhäuschen, genau, Wachhäuschen ist das. Und da gibt es auch einen Nussknacker. Ein Nussknacker-Porträt. Wobei, der Mann sieht mir eher aus wie ein Wachmann als ein Nussknacker. Sind die Nussknacker immer so Wachmänner? Eigentlich nicht, oder? Sind sehr unterschiedlich. Da gibt es aber dafür 30 Fragmente, nicht nur 20. Auch ein bisschen irritierend, warum hier jetzt so ein besonderer Rahmen drumrum ist. Und da dann nicht. So ist dieses Häuschen wieder so ein Witz. Oh. Okay, also man braucht extrem viele Fragmente, 200. Und dann bekommt man aber dafür was richtig Gutes, so wie es mir aussieht. 3% Angriffskraft, 5% Verteidigung für die angreifende Armee, 3 Forge-Punkte, falls es motiviert ist, und 2 Fragmente für ein Massenselbsthilfe-Kit. Hallo Tyrawal! Das ist natürlich ein richtig guter Schrein des Wissens, würde ich sagen. Ein heftig guter Schrein des Wissens. Oder ein noch heftig besserer. Wie hießen die Dinge damals? Damals, TM? Gar nicht so lang her. Vergleichen wir mal. Was habe ich denn hier gebaut? Ich glaube, diese Runensteine, ne? Wo habe ich denn so Runensteine? Aus den Wikingerkolonien? Hier zum Beispiel, hier uralter Obelisk, der hat auch 2 Forge-Punkte und 6 Verteidigung für die angreifende Armee. Da ist aber dieses neue Guard-Häuschen besser mit 3 Forge-Punkten und zwar 5 Verteidigung für die angreifende Armee, aber eben auch noch 3 Angriff. Und der hier ist der Runenstein, der hat 2 Angriff. Ja, definitiv auch da deutlich besser. Also das ist richtig gut, dieses Nussknackerhäuschen. Und keine Fußangel dran mit, ja, gilt nur für 2 Tage oder sowas. Das ist ein gutes Gebäude. Hallo, Onata. Aber 200 Fragmente, na, die muss man erstmal sammeln. Und hier gibt es eben nur 20 und hier nochmal 30, dann sind wir schon mal bei 50. Mal gucken, wie weit man spielen muss, um das Häuschen voll zu bekommen. Hier gibt es 40. Okay, jetzt sind wir bei 90. Jetzt wieder 5 Fragmente für den Wunschbrunnen. Damit wäre der Wunschbrunnen dann bei 12 Fragmenten von 15. 90 von 200. Hier gibt es 50. Dann sind es 140 Fragmente.
Dann gibt es hier ein Baby-Juba. Der ist natürlich sehr niedlich. Der ist sehr niedlich. Da habe ich gelesen, dass Pi sich die obere Leiste gekauft hat, um den, um sich das Porträt zu holen, wenn ich die Nachricht richtig interpretiert habe. "15 Fragmente für den Nussknacker? Ne, hier sind es 50. Ich bin jetzt nicht ganz sicher, was du meinst, Tyrawal, aber hier sind es 50. Und es werden anscheinend immer ein paar mehr. Okay, gehen wir auf die nächste Leiste. Hier sind es 60. Das bedeutet, hier wäre ich jetzt bei 200, oder? Nochmal von vorne. 20. 50, 90, 140, 200. An dieser Stelle hätte man das erste Guardhouse voll. Und das deckt sich relativ gut mit der Stelle, wo man jetzt anfangen würde mit dem zweiten Hauptgebäude. Und das ist dann meistens auch die Stelle, bis zu der man relativ gut spielen kann, ohne den Einsatz von zusätzlichen Diamanten. Allerdings sind hier natürlich diese 1200 fällig. Und dann hat man so ein Guardhäuschen, ne? Um einen zu bauen. Also, wenn ich das hier richtig sehe, 200 Fragmente, um einen zu bauen. Oder? 200 Fragmente, um einen Nussknacker zu bauen. So, dann wenn wir mal hier die 15-Minuten-Produktion gleich einsammeln, dann hätte ich schon mal das Grundgebäude. Und dann bin ich schon an einem Blocker angekommen. Hätte ich jetzt noch nicht alle Knights-Pavillons eingesammelt, wäre das jetzt einfach mit dem Rekrutieren von 4 Einheiten. Aber da war ich jetzt natürlich etwas voreilig. Ist nicht so schlimm. Wir wollen ja jetzt nicht die Questline durchspielen. Okay. Ich mache einfach nochmal 15 Minuten Produktion an. Bei Pi waren es noch 15 und bei Mooing Cat gestern 150. Seht ihr, bei mir sind es 200 und wenn dann erstmal FOI Tipps sein Video rausbringt, dann sind es wahrscheinlich 2000. Bei der Inflation, die wir hier gerade sehen. Okay. Okay, man bekommt anscheinend, wenn man sich die obere Leiste freischaltet, ein Guardhäuschen. Und aktiv spielt bis hierhin, bekommt man wahrscheinlich ein Guardhäuschen voll. Und wenn man dann weiterspielen würde, weil man noch mehr Diamanten einsetzt, dann würde es. Oh, dann geht es aber schneller voran. Hier sind es 60. Hier sind es jetzt 100. Da hat man schon mal ein halbes Guardhäuschen. Dann gibt es jetzt hier auf der oberen Leiste auch nochmal Kits für das neue Gebäude. Dann ist man hier schon beim zweiten Guardhäuschen und hier wieder ein Kit. Okay. Also wenn das Hauptgebäude jetzt noch was taugt, dann lohnt es sich eigentlich richtig, hier Diamanten einzustecken. Weil man bekommt jede zweite Leiste wieder ein. Ja. Also man bekommt immer ein halbes Nussknackerhäuschen und zwei Kits. Wie viel braucht man denn, um das Gebäude auszubauen? Schauen wir uns gleich an. Ich gehe mal noch ein bisschen weiter. Ja gut, ich bin jetzt hier bei Leiste 9. Danach beginnt es wahrscheinlich wieder von vorn. Wenn es von vorn beginnen würde, würde es allerdings heißen, dann geht es ja wieder mit 20 los. Kann ich nicht sagen. Kann ich nicht sagen. Weiß ich nicht. Wisst ihr das? Wenn man jetzt hier hinter weiterspielt,
bei über 700 beginnt dann die ganze Kette von vorn, also von hier? Oder wiederholen sich immer nur die letzten Preise mal wieder? Hat da jemand die Erfahrung gemacht? Schade, dass Freakman nicht da ist. Der hat doch bestimmt schon mal Diamanten ausgegeben und da weitergespielt. Könnte ich mir zumindest vorstellen. Dann wissen wir das nicht ganz genau. Nun gut. Also das Guardhäuschen lohnt sich auf jeden Fall richtig. Gut, hier komme ich jetzt auch noch nicht weiter. 5 Sterne reichen nicht. Dann schauen wir doch mal, was uns dieses Elfengesicht bringt, wenn wir eins gefunden haben. Oh. Tja. Das sieht mir aus nach dem Rentierschlitten, oder? Wobei, der Rentierschlüssel ist hier auch noch an der Seite. Ja, okay. Wenn man auf den Rentierschlitten klickt, dann öffnet sich dieses Elfen-Dingens. Anscheinend gibt es dieses Jahr keine Rentiere mehr, sondern Elfen. Genau, das wird dann wieder insgesamt... so wie es aussieht, 9 Preise bringen für knapp 3000 Diamanten und man bekommt das Ganze 2-mal. Das ist ja schon mal ein bisschen besser so als Deal, wenn man das Ganze 2-mal bekommt für knapp 3000 Diamanten. Sonst gab es das ja alles nur 1-mal. Ich weiß jetzt allerdings nicht, wie dann die Preise da drin so aussehen. Schauen wir mal, ob das hier schon freigeschalten ist. So ein bisschen. Okay, es gibt auch die neuen Hauptgebäude. Oder Kits für das neue Hauptgebäude. Hier drin ist es sogar 2-mal. Und wenn man das nochmal 2 bekommt, dann würde man auch 4 Kits bekommen. Das ist definitiv... interessant. Also wer vorhat, Diamanten auszugeben, der kann sich an der Stelle überlegen, okay, schalte ich mir jetzt lieber den... Moment mal. Ich schalte jetzt hier immer versehentlich auf meine Hauptwelt. Die muss ich mal beiseite schieben. Ach, mal 2 ist nur für das letzte Geschenk. Verstehe. Hast du es ausprobiert, Samson? Das irritiert mich hier ein bisschen. Es sieht irgendwie anders aus als hier. Moment. Nee, es sieht anders aus. Kommt der Elf da nur... Das ist Einzahl. You will receive this elf's gift twice when you open it. Ja, das ist Einzahl, das ist richtig. Aber es könnte ja sein, dass das Ganze... das Gift des Elfs ist. Wobei, hier steht Open the Elf's Gifts. Dann geht es wahrscheinlich tatsächlich nur um das letzte. Ja. Dann wird das hier 2-mal. Mit etwas Glück hat man da das Fragment für das Hauptgebäude. Aber hier stehen halt 3000 Diamanten und hier stehen 10.000. Und man sieht einen Elf und man sieht rechts und links nochmal irgendwie Preise, die man wählen kann. Also, komisch.
Was gilt denn jetzt? Irgendwie sieht das anders aus. Also, vielleicht müssen wir uns da erstmal so ein Elf freispielen, um da was zu sagen zu können. Wie kriegen wir denn das jetzt am besten hin? Habe ich hier irgendwo Einheiten drin? Hier habe ich Einheiten. Zack. Nicht genug? Nicht genug. Sind ja nur die Helden, die auf mein Zeitalter zählen. Zählen. Gut. Das kommt beim Tagespreis. Gex? Du verwirrst mich, Samson. So, ja, Gex, ja, klar, für Einheiten. Das ist richtig, ja. Ja. Genau. Das wäre auch meine nächste Idee gewesen in der Gex. Noch ein bisschen voranzuspielen, weiterzuspielen. Um hier noch eine Einheit zu kriegen oder zwei. Dann komme ich ja auch erstmal nur eine Quest weiter. So. 5 Dekorationen wäre jetzt wieder einfach und danach die Dinger wieder löschen. Das reicht dann aber noch nicht für die Münzen, denke ich. Niemals. Da muss man schon noch ein bisschen mehr wieder löschen. Was gibt denn viele Münzen? Produktionsgebäude. 3000. Das ist ordentlich. Und noch zweimal. Kann ich wahrscheinlich auch den nehmen. Bisschen sparen. Nochmal 5 Sterne und jetzt wird es schon wieder schwieriger. 80 Güter sammeln durch den Handel. Kauf dir Sterne. Kauf mir Sterne. Ja, auch eine Möglichkeit. Erstmal rausfinden, wo man Sterne kauft. In der Sternenkaufecke. 100 Sterne. Sind ja recht viele, ne? Nee, eigentlich gar nicht. Das sind gerade mal 10 Versuche für 1000. Könnte ich natürlich machen, ist ja alles nur Beta-Währung. Was kostet das, die Leiste nochmal? 1200. Na, schauen wir mal, wie weit wir kommen. Okay, jetzt haben wir ein Kalendertürchen. Ist ja eigentlich ziemlich egal, wo man hier draufklickt. Außer da. Da sollte man auf keinen Fall draufklicken, weil das ist immer die Niete. Komm, 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 lieber Elf. Zeig mir 2. Okay, hier ist der Shuffle. Den darf ich schon mal nicht drücken. Tja, kann ich meine ganzen Diamanten ausgeben und dann klappt es vielleicht hier mit dem Elf.
Letztes Geschenk. Nee, hier ist es. Okay. Ah. Okay. Gut, man kann jetzt auswählen, welchen dieser Preise man als Geschenk haben will. Oder beide nehmen. Beide sind schlecht. Aber den würde ich jetzt bekommen. Und es wird teurer zu tauschen. Oder jeder Tausch kostet mehr. Auch möglich. Okay, und am Ende kostet es 3000. Schauen wir mal, ob wir nochmal Glück haben. Jetzt schaffe ich. Und vielleicht habe ich ja jetzt mehr Glück mit dem Elf. Und der dauert nicht so lange, ihn zu bekommen. Es dauert nicht so lange, ihn zu bekommen. Aber sieht doch, doch, doch. Okay. So, 20 Diamanten ist jetzt nicht so teuer, ne? Könnte ich jetzt tauschen? Das will ich nicht, tausche ich. Jetzt kostet es 26. 10 Self-Aids-Kits. Das will ich nicht tauschen. Aha, also treibt man sich den Preis immer höher. 26. Okay. Und dann hat man irgendwann tatsächlich den Preis, den man da vielleicht haben will, wie zum Beispiel das ein weiteres Kit. Nur kostet es dann irgendwann wirklich richtig viel. Und Take Both ist jetzt auch noch nicht so teuer. Die Frage, was für Preise der Elf da so gibt. 10 Fragmente für den Schlittenbauer. Ist ja auch niedlich. 10 von 15, okay. Alles wird jetzt fragmentiert. Ah, okay, das gibt es. Okay, das gibt es. Und hier sehe ich kein Hauptgebäude. In der Leiste? Auch nicht. Winterbäckerei. Keine Kits für das Hauptgebäude. Vielleicht bekommt man das, die auch erst später. Oder so. Also das wäre jetzt, wenn es so weitergeht mit den Preisen, dann wäre das ein schlechter Deal. Okay. Soweit, so gut. Muss man, denke ich, ein wenig ausprobieren. Jetzt kann ich noch ein paar Häuser entzünden. So wie Zocket das ja sagte. Man steckt seine Häuser an, am Ende sogar den großen Tannenbaum. Und kommt hier so Stück für Stück voran. Okay, das kann man hier ein bisschen abkürzen, indem man einfach ein bisschen schneller klickt und die Animation wegklickt. Klack, 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 klack. Klack, 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 klack. Und da haben wir es. Okay. Ja. Gut. So, jetzt sind wir hier ein Stück weit gekommen. Schon mal nicht schlecht. Für 2000 Diamanten. Hallo, Arcangelus. Einen guten Abend dir. Okay. Und
Dann würde ich sagen, werfen wir doch mal einen Blick auf das Hauptgebäude. Hauptgebäude. Ich habe jetzt schon ein paar Kits gesammelt und das Grundgebäude. Auf den ersten Blick gibt es hier die Teile irgendwo zu sehen? Nee, nur die ausgebauten Sachen. Aber auf den ersten Blick eine relativ kleine, kaputte, wie nennt man das? Schokoladen-Konfiserie? Ist es Konfiserie? Ich weiß nicht. Schokolaterie bringt hier auf Stufe 1 schon einen Fortpunkt und ein Gut am Tag und auch schon 1% Verteidigung für die angreifende Armee. Auf 4x6 Grundfläche. Willy Wonka halt. Was meinst du, kaputt? Ach so, ja, stimmt. Die Schokolade. Charlie und die Schokoladenfabrik. Aber Willys Schokoladenfabrik in dem Fall dann. So, hier gibt es noch ein weiteres Gut, sofern motiviert. Hier gibt es zwei Standardgüter und einmal Angriffskraft für die angreifende Armee hinzu. Einen weiteren Forgepunkt, wenn motiviert. Drei Güter und 1% mehr Angriff für die angreifende Armee, 2% mehr Verteidigung für die angreifende Armee. Das bleibt dabei. Hier gibt es einfach mehr Güter wieder. Stufe 7. Nochmal jeweils ein Prozentpunkt drauf. Und mehr Wortpunkte, einen mehr. Oh. Ein Fragment für das Nussknackerhäuschen. Wahrscheinlich wirklich ein Fragment. Das wäre doch dann eine Zahl davor, oder? Oder, na gut, vielleicht steht auch hinter irgendwie. Weiter. Wieder ein Prozent obendrauf. Da noch ein Gut drauf. Und da ist ein zweites Fragment. Okay, hier geht das erste gab es nur, wenn es motiviert ist. Das zweite gibt es auch so. Und dann ist es voll ausgebaut. Also 11 Stufen. Das Ganze. Ah, und hier gibt es zwei Fragmente dann. Jeweils. Jeweils zwei Fragmente für das Nussknackerhäuschen. Genau. Also insgesamt drei. In dem Fall 4 Forgepunkte. 17 Angriffskraft für die angreifende Armee. Und in dem Fall. Oh, das sind deutlich andere Werte. Da hat man nur 4% Angriff, aber 22% Verteidigung für die angreifende Armee. Und dafür gibt es statt 4 Forgepunkte insgesamt 14, wenn das Gebäude motiviert ist. Das ist ja. Hier gibt es noch ordentlich Güter obendrauf. Hier gibt es 32 Güter, wenn das Gebäude motiviert ist, und dafür hier nur 10. Also das, ich würde mir eher das Rechte wählen, ehrlich gesagt. Auch wenn es nur Verteidigungskraft für die angreifende Armee ist, aber 14 Forgepunkte sind schon anständig. Und die Güter sind weniger wichtig. Angriffskraft für die angreifende Armee ist auch sehr wichtig. Aber ich finde das Rechte irgendwie besser. Wisst ihr, wer Ted und Ketebo sind?
Also anscheinend sind das ja hier zwei konkurrierende Süßigkeitenfabriken, die eine Ted Chock und die andere Ketebu Candy. Das sind doch bestimmt irgendwelche Anspielungen. Ted und Ketebu. Ist es bei Charlie und die Schokoladenfabrik auch so, dass es da irgendwie zwei Fabriken gab? Irgendwie kommt mir das bekannt vor. Bei Ryder und bei Twix gab es zwei, ne? Aber. Das war ja nur ein Joke. Naja, gut, alles Geschichten. Okay. Ja. Ja, auf jeden Fall nettes Gebäude. 200 Fragmente kriegt man dann innerhalb von 100 Tagen. Das linke und das rechte ist Twix. Ja, sage ich doch. Ryder und Twix. Oder was ist das linke? Genau. Naja, gut, man kriegt ja drei, dann 100. Ja, so alle 70, 75. Oder sind es doch 66? Lasst mich einmal rechnen. Ich bin schon zu durch. Also 200 durch 3. Ja, doch, doch. 66,6 Periode Tage, wenn man regelmäßig einsammelt. Alle 67 Tage würde man dann ein neues Guardhäuschen bekommen. Wenn man regelmäßig die Wikinger spielt oder die kulturellen Siedlungen, dann kriegt man auch in einer gewissen Anzahl von Tagen dann jeweils ein neues von diesen Gebäuden mit Angriffskraft auf einer Grundfläche von 2x2. Aber wie gesagt, das hier ist besser. Und da ja Forge of Empires eh ein Langzeitspiel ist, ja, denke ich, das ist ein netter Preis. Ein gutes Gebäude. Das ist die Werbung von vor 3 Jahren. Die Twix-Brüder. Waren es Twix-Brüder oder wie war das vor 3 Jahren? Ich weiß es nicht. Aber da gab es doch auch zwei Fabriken, oder? Okay, oder? Findet ihr das gut, das Hauptgebäude? Ich find's gut. Ich find's gut, insbesondere das rechte. Mit vielen Forge-Punkten. Weil ich auch nicht mehr so viel kämpfe, muss ich zugeben. Aber das linke ist auch gut. Ich denke, das rechte ist ein Tick besser. Ich find's gut. Das Event an sich, ja, ist okay. Ist okay. Der Winterkalender, der scheint mir immer noch extrem unrealistisch zu sein. Wenn ich das so sehe, ich hole mir beide. Ja. Samson, das kannst du da gerne so machen. Ich glaube, da spricht auch nicht viel dagegen. Es sind, denke ich, Gebäude, wo man durchaus sagen kann, okay, hier gebe ich ein paar Diamanten aus und dann kriegst du ja zusätzlich noch ein zweites Nussknackergebäude oder sogar ein drittes, wenn ich mich nicht irre. Na, wir sind jetzt. Moment, hier ist. Hier? Hier. Hier ist zu Ende. Hier ist zu Ende. Hier hättest du das erste Nussknackergebäude voll. Und wenn du jetzt Diamanten investierst,
dann brauchst du ja gar nicht so viele investieren, stimmt. Weil du ja hier nochmal zwei Kits bekommst, oben. Auf der zweiten Leiste. Wahrscheinlich reicht's ja, wenn du bis hier spielst. Da reicht's ja wahrscheinlich schon mit den Kits. Lass mich überlegen. Wie gesagt, du brauchst 11. Du brauchst 11. Du bist hier bei 1, 2, 3. Ach, du kriegst auch immer, Mensch. Du kriegst auch mal zwei Kids. Ich blätter zu weit. Genau, hier kriegt man nur ein Kid. Und ab hier bekommt man sogar zwei Kids. Da wäre man hier schon bei Stufe 3. Nächste Leiste. Stufe 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nächste Leiste. 10, 11. Da wäre schon das zweite parat. Und man hätte das zweite. Man hätte das zweite Guardhäuschen fertig. Hier hätte man das zweite Guardhäuschen und das zweite Hauptgebäude fertig. Und danach würde man sich ans dritte machen. Das wäre hier 1, 2, 3, 4. 5, 6. Ne, 5. Ist nur ein Kit. 6, 7. 8, 9. 10, 11. Hier hätte man das dritte Schokoladenhäuschen fertig und das dritte Nussknackerhäuschen. Also das geht dann schnell. Also wenn man dann ein bisschen weiterspielt und die obere Leiste freigeschaltet hat, dann geht es schnell, an weitere Häuschen zu kommen. Kann man sich definitiv überlegen. Und das hier mit dem Durchtauschen, ich weiß nicht. Aber so wie es aussieht, wurde hier schon doch recht häufig getauscht, um das zu erreichen. Mit den zwei Fragmenten hier auf der Leiste. Ich glaube, da kommt man besser, wenn man hierbei bleibt und hier spielt. Und da man ja dann auch sehr viele Sterne hat und sehr viele Sterne verbraucht, da. Naja, aber es ist teuer, ne? 100 Sterne für 1000. Weiter überlegen. Zu weit geblättert. 340. 340. Und hier bräuchte man also 160. Das wären dann 16.000 Diamanten. Das ist schon viel. 160.600. Oder? Ich denke doch falsch. Denke gerade irgendwie falsch. Nee, was ist denn das? 80. Das sind doch keine 80 Sterne. Das sind nicht die Sterne. Ach. Monatlich ein weiteres. Genau. Wenn man zwei Häuschen hat, dann kriegt man dann monatlich ein weiteres. Richtig. Nicht ganz, aber fast. Aber ich überlege gerade, wie sich diese Sterne hier zusammenrechnen. Ich bin jetzt hier bei. Wo bin ich denn hier? Bei 70? 60? 70, könnte sein. Aber ich habe doch schon mehr als 70 Sterne verbraucht. Oder? Ich mach mal noch was auf. Ach ja, es ist das. Genau, das ist das. Dass man hier weiterkommt, das sind die Streichhölzer. Dann bin ich jetzt bei 72.
Und hier ein bisschen weiter. Genau. Jetzt bin ich bei 72. Jetzt muss ich aber noch was aufmachen. Ah gut, Katapult. Sehr toller Preis. Mal zwei. Gut, das heißt, man kommt mit 10 Sternen 2 Schritte. 10 Sterne 2 Schritte im Schnitt. Und man braucht... Warum drücke ich denn immer auf die rechte Taste? Man braucht voraussichtlich von hier an nochmal... Bis hierhin 500. E 160. Zwei Schritte, 160, 10 Sterne. Ich kann nicht mehr denken, Leute. Zwei Schritte. 160 brauchst du. Das heißt, 80 mal 10 wären 800. Das ist doch komplett falsch. Zwei Schritte, 10 Sterne, 160 brauche ich. Nee, 80 mal Sterne kaufen. 80 mal Sterne einsetzen. Leute. Das ist doch super einfach zu rechnen. Ich krieg's gerade nicht auf die Reihe. Also für 10 Sterne komme ich 2 Schritte weit. Ich muss 160 Schritte weit kommen. Das heißt, ich brauche 80 mal 10 Sterne. Wären 800 Sterne. Ist 8 mal klicken, sind 8000 Diamanten. Oder? Also 8000 8400 Diamanten plus 1200 sind 9600 Diamanten für das zweite Häuschen. Ich glaube nicht, dass man... Danke, Tyrabel. Das war jetzt... der gordische Knoten ist zerschlagen. Also ich wär auch weiterhin unsicher geblieben, ehrlich gesagt. Hätte Samson jetzt nicht zugestimmt, dann wäre ich weiterhin unsicher geblieben, ob ich mich nicht verrechnet habe. Okay, danke dir, Tyrabel, für den Sound. Für das Zerschlagen des gordischen Knotens. Im Kopf. genau, also ja, knapp 10.000 Diamanten für das zweite Häuschen ist ein okayer Preis, denke ich. Ist bei anderen Events teurer. Und da das Hauptgebäude gut ist. Aber ich glaube trotzdem nicht dran, dass man auch mit diesen weiteren eingesetzten Diamanten und zusätzlichen Sternen es schafft, den Eventkalender voll zu machen. Vielleicht
wenn man täglich die Sachen hier spielt, dann würde man ja 30. Naja, man würde 60 Fragmente bekommen. Das heißt dann wiederum, man kann noch mal 6 zusätzliche Türchen öffnen. Sechs? Zwei. Man würde 60 zusätzliche Fragmente bekommen. Das heißt, man kann noch mal 12 zusätzliche Türchen öffnen. Doch. Dann geht's. Ich denke, dann geht's. Wenn man das konsequent die Dailies macht und täglich das Master Key Fragment bekommt, und man bekommt ja noch zusätzliche Fragmente durch das Öffnen von Geschenken, dann wird man wahrscheinlich auch den Eventkalender schaffen zu öffnen. Und würde hier auch nochmal zusätzlich 2 Kits bekommen. Möglicherweise kriegt man es auch für unter 10.000 Diamanten hin. Und es reicht vielleicht auch schon, wenn man bis. Ja, wenn man statt bis hierhin zu spielen, es bis hierhin schafft. Weil dann kriegt man ja die zusätzlichen 2 Fragmente, die man hier braucht, aus dem Eventkalender, und die zusätzlichen 100 Fragmente für das Nussknackerhäuschen, die man hier braucht, auch aus dem Eventkalender. Könnte funktionieren. Könnte funktionieren bis hierhin. Dann würde man noch mal 40. Ja, Schritte weniger brauchen. Heißt 20. Heißt 200 Dinger hier weniger, oder? Oder 20? Nee. 200. 200 Sterne weniger. Denke ich, das ist gut, das auf der Beta auszutesten und dann. Ja klar, man braucht sicherlich auch ein bisschen Glück, dass man die Schlüssel kriegt hier in den Geschenken. Das ist wahr. Wenn man immer Pech hat und immer wieder Shuffle kriegt, bevor man den Schlüssel bekommt. Oder. Ja. Nix oder. Genau. Man braucht ein bisschen Glück auch. Okay. Was gibt's noch anzugucken? Schauen wir noch mal nach den Wunschbrunnen. Hier unten, wie gesagt, 3 Fragmente. Da oben nochmal 5. Sind wir bei 8. 8 lange nichts. Sehr lange nichts. Ewig lange nichts. Okay. Keine Fragmente mehr für Wunschbrunnen. Und man kriegt Fragmente hier über die Geschenke. Und hier im Preis gibt es auch keine Fragmente. Man wird wahrscheinlich nochmal Fragmente in den Türchen bekommen. Also, so wie ich das sehe, würde ich sagen, man kriegt einen Wunschbrunnen zusammen. Wenn man die obere Leiste kauft, dann kann man sich noch einen Wunschbrunnen aufbauen. Vielleicht gibt es hier nochmal Fragmente für den Wunschbrunnen. Gut möglich. Vielleicht dann auch 10 Stück. Das sind ja hier auch 10 von 15. Aber die sind halt wieder teuer. Es ist definitiv auch kein Wunschbrunnen-Event. Definitiv nicht. Okay. Porträts gab es ja eine ganze Menge.
Den Nussknacker habe ich gesehen und den Schneemann und den Nikolaus. Genau, hier ist der Nussknacker. Weiter hinten kommt der Schneemann, auch noch nicht so weit, auch nicht so weit weg. Alles in dem Bereich, wo man wahrscheinlich hinkommt, wenn man normal aktiv spielt. Dann kommen keine Porträts mehr. Hier gibt es auch sonst nichts weiter. Den Nikolaus, Niklas, den gibt es im Eventkalender. Hallo FOE-Statistiken. Wie läuft's? Ja, gut. Immer gut. Und hier gibt es wahrscheinlich nochmal Porträts. Die sieht man hier allerdings nicht. Die wird es dann wieder zum Abschluss der Hälfte geben und zum vollständigen Abschluss, schätze ich mal. Da wird es dann wahrscheinlich die anderen beiden geben, Willy und Padmini. Willy ist klar, das wird die Anspielung an Willy Wonka sein. Das sieht man auch am Porträt. Padmini oder Padmini sagt mir jetzt auch nichts. Kennt ihr vielleicht Padmini, Ted und Ketebo? Anspielung an was ist das? Kommt Leute, irgendjemand? Ja. Genau. Also ich würde mal annehmen, auch dass die beiden ersten sind hier. Es ist ja auch meistens so, dass sie nach der Schwierigkeit sortiert sind, wie wahrscheinlich man diese Avatare bekommt. Würde ich sagen, das ist der, den man zur Hälfte bekommt, den Willy. Die Padmini wahrscheinlich am Ende der Event-Questline. Der Nussknacker ist der erste, den man auf der oberen Leiste bekommt als Porträt. Der Schneemann der zweite. Und den Niklas, den gibt es nur. Oder Nikolas. Vielleicht heißt er tatsächlich auch Nikolaus dann im Deutschen. Den gibt es nur im Eventkalender. Das ist einfach der unwahrscheinlichste Avatar, den man kriegt. Genau. So, habe ich noch was verpasst? Das ist der tägliche Schlüssel, das ist der zusammengesetzte Master Key, das sind die Master Key Parts. Ohne auf die Texte zu gucken, würde ich sagen, ich habe hier einmal alles abgedeckt. Schauen wir hier nochmal auf die Gebäude, wie die in den Zeitaltern sich so schlagen. Was die Forschpunkte angeht, oder die hinteren Sachen, bleibt es alles gleich. Was Zeitalter abhängig ist, ist logischerweise die Zufriedenheit und auch die Punkte, die das Gebäude bringt, aber auch die Angriffskraft und Verteidigungskraft der angreifenden Armee. Die ist also ansteigend, relativ linear ansteigend. Genau. Kleinere Zeitalter bekommen weniger Prozente, große Zeitalter dann eben. Pro Zeitalter ist es tatsächlich ziemlich fast oder ziemlich so in jedem Zeitalter ein Prozentpunkt mehr. An der Seite, auf der Seite. Hier ein bisschen weniger. Genau. Oder nee, das startet einfach ein bisschen weiter unten. Von daher mit dem Anstieg ist es das Gleiche. Ja. Aber ich denke, auch für die kleinen Zeitalter schon ordentlich Wumms. Ja. Also schon eine Bumsfabrik, würde ich sagen. Ne? Eine kleine Bumsfabrik. Oder eigentlich doch eher eine große, weil 6x4. Also wer jetzt noch sein Luftschiff in der Stadt zu stehen hat. Luftschiff hat die andere Ausdehnung, ne? Schieb noch mal. Hier gibt es jetzt was abzuholen. Wo ist das Luftschiff? Das habe ich, glaube ich, noch. Oder? Ja,
hier ist das Luftschiff, aber das ist auch nur dreimal. Genau. Aber wer noch eine Weltausstellung hat, der kann das, glaube ich, ganz gut tauschen. Und kriegt dann gegen die Weltausstellung eine ordentliche Bumsfabrik. Fiorodorf, ja, das Fiorodorf bringt ja nochmal ordentlich Forge-Punkte. Also kann man natürlich tauschen, wenn man auch sonst schon sehr gut dasteht. Klar. Aber von der Ansage wäre es eigentlich schöner gewesen, das Lustschiff gegen die Bumsfabrik zu tauschen. Aber gut. Dann eben nicht. Gut, okay, dann das kleine Nussknacker-Wachhäuschen. Auch das lässt sich schon sehen in den kleinen Zeitaltern. Und in den großen Zeitaltern dann eben noch mehr. Also hier ist es schon besser als. Es ist schon besser als die Gebäude aus der. Aus den kulturellen Siedlungen und hier auch schon. Also, lohnt sich auf jeden Fall. Und alle 30 Tage, Samson, ja. Definitiv eine Überlegung wert, sich da zwei von zu holen. Oder vielleicht sogar beide. Weil zwei gleiche sind ja nicht so schön wie zwei unterschiedliche. Vom Design her wieder sehr schön. Aber auch sehr ähnlich. Also die hatten den gleichen Architekten, als sie ihre Süßigkeitenfabriken gebaut haben. Und dadurch haben sie wahrscheinlich ein bisschen gespart. Die Süßigkeiten-Magnaten. Okay. Zwei, das könnte echt teuer werden. Naja, wie gesagt, ich habe ja versucht vorzurechnen, Turaval. Wahrscheinlich mit 10.000 Diamanten möglich. Und möglicherweise sogar mit, naja, 8 vielleicht. 8, 9.000, wenn man das über den Eventkalender schafft. Wenn man entsprechend Glück hat mit den Schlüsseln. Und täglich die Fragmente holt. Genau. Dann schafft man es vielleicht mit 8.000, 9.000 Diamanten statt mit 10.000. Und bei vielen anderen Events war es ja eher ein Aufwand von. Naja. Okay, also ich nicht. Ja. Klar, muss sich jeder überlegen. Ich hätte jetzt gerade 10.000 Diamanten wieder mal angesammelt. Aber das hat sich auch wirklich lange angespart. Und ich möchte eigentlich mit den vielen Diamanten auch gerne noch Stück für Stück diese 7 Erweiterungen hier freischalten. Ne? Aber die kosten ja auch nochmal mehrere 10.000. Genau, aber im Moment brauche ich sie noch nicht, wie ihr seht. Aber ja, sofern ich den Umbau endlich mal beginnen würde, würde ich sie ja auch sofort gebrauchen können. Ich werde es mir definitiv überlegen. Vielleicht auch abhängig davon, wo man dann am Ende so wirklich steht, weil bei manchen Events landet man ja nicht genau hier an der Grenze, wo man, oder hier an der Grenze, bevor man den mit dem zweiten Häuschen anfängt, sondern eher hier hinten, wo man dann schon die ersten 3 Kids hat vom zweiten Gebäude. Und dann wird es natürlich auch günstiger, ja? Also wenn man schon bei 380 am Ende ist und man dann vielleicht nur auf 460 kommen muss, weil man mit dem Eventkalender Glück gehabt hat, dann bräuchte man ja nur 80 zusätzliche Sterne. Nee, 80 ist jetzt auch wieder falsch. Nee, 80 zusätzliche Schritte.
und sich wieder den Knoten im Kopf lösen. Also 80 statt 200 zusätzliche Schritte, und das würde ja, ja, das wäre ja halt dann nur knapp die Hälfte. Ja, also so 380 so Sterne, ja. Würde man vielleicht schon mit, ja, mit 400 würde, wie Samson schreibt, würde man vielleicht schon gut hinkommen dann. Aber das lässt sich jetzt noch nicht so wirklich sagen, wo man dann am Ende landet, ne? Das lässt sich nicht nur wirklich ausspielen, und dann halt, dann müsste man halt gucken, wo man tatsächlich ist. Also ob man dann schon tatsächlich schon so weit gekommen ist. Oder eben noch nicht. Genau. Ja, geh weg, guten Abend. Genau, das kann man relativ gut dann am Ende des Winter-Events sagen, wo man dann landet, denke ich mal. Aha. Oh, Tyrawal. Ja, wir sind auch relativ durch, also verpasst nichts weiter, Tyrawal. Ich wünsche dir eine gute Nacht. Schön, dass du dabei warst. Schlaf gut. Genau. Also, ich denke, ganz nettes Event. Und ich hoffe so ein bisschen, dass der Zocket mal wieder einen Stream macht zu Weihnachten und so einen kleinen, ja, Winterdorf, so einen kleinen Winterdorf-Stream macht. Ich habe den dann doch eigentlich jedes Weihnachten geguckt, oft nicht an dem Tag, wo es gestreamt wurde, sondern eher im Nachhinein. Dann irgendwo also zwischen Weihnachten und Neujahr. Ja, das war immer schön. Mal gucken, ob er das schafft, zeitlich. Würde mich ja freuen. Auch wenn es im Moment nicht so richtig danach aussieht, ne? Also das. Er hat ja nicht mal von den letzten Events ein Video rausgebracht. Aber vielleicht schafft das dann zu Weihnachten wieder den doch recht beliebten Weihnachts-Event-Stream zu machen und ja, und dort ein schönes Winterdorf zu küren. Winter-Weihnachtsdorf zu küren. Genau. War immer eine schöne Sache. Ich werde das nicht schaffen, also zeitlich, wie gesagt, ich hole das ja auch eher nach, als dass ich selber am Stream zuschauen kann. Ich kann höchstens mal reinschauen und Hallo sagen und vielleicht mal so ein paar Minuten zugucken, aber normalerweise bin ich so an Weihnachten noch recht beschäftigt. Genau. Da sitzen wir mit der Familie oft lang. Wobei die Streams ja meistens so ein paar Tage vorher kamen bei Zocket. Vielleicht geht das ja. Ich werde ihn mal fragen, ob er das macht. Ich werde ihn mal fragen. Vielleicht kann ich euch dann bei einem der nächsten Streams sagen, was er gesagt hat. Genau. Ja, okay. Gut. Ja, was mit Zocket passiert ist, der ist halt beruflich anderweitig beschäftigt, und das scheint ihn so einzubinden, dass er mit Forge of Empires nicht mehr wirklich was machen kann. Ich glaube auch nicht, dass er noch spielt. Ich meine, spielen war ja noch weniger das, was er gemacht hat, als zu streamen. Genau, zumindest zuletzt. Aber vielleicht dann nochmal zu Weihnachten. Ja, da hat man ja meistens auch beruflich nicht ganz so viel zu tun. Oder genau umgedreht.
nochmal schnell alles fertig machen oder sowas. Gibt's auch. Aber ich glaube, bei ihm war das auch eher eine ruhigere Zeit, so wie ich das in den letzten Jahren in Erinnerung hatte. Genau, vielleicht klappt's ja. Ich schreibe ihm mal und dann kann ich vielleicht was dazu sagen, ob er irgendwie sagt, na, vielleicht kommt's. Genau. Ansonsten werden wir jetzt, glaube ich, mit dem Thema durch. Genau. Gebäude gut. Zusammengefasst, Gebäude sind gut. Zwei von den Hauptgebäuden ist, denke ich, durchaus möglich für nicht allzu viel Diamanten. Wunschbrunnen sieht sehr schlecht aus. Man kriegt vielleicht einen voll. Vielleicht auch nicht, wenn man nicht Diamanten ausgibt. Ja. Also nichts für Wunschbrunnenjäger. Was? Nochmal eben für den 23.12. 10 Weihnachtswerbungen fertig machen. Ja, genau. Könnte sein. Könnte sein, FOE-Statistiken. Durchaus. Ich habe gesehen, er macht Videos für Rise of Cultures. Genau. Also, er lebt noch. Und da kam gerade erst ein neues Rise of Cultures Video raus, wo er erklärt hat, wie im Prinzip die dortige Gildenexpedition funktioniert. In seiner charmanten deutschartigen Aussprache des Englisches. Des Englisches? Sagt man das so? Des Englischen. Des Englischen. Genau. Genau, hört sich sehr an wie Arnold Schwarzenegger. Wenn der Englisch spricht. Obwohl der das sicherlich inzwischen deutlich besser kann. Jetzt so lange, wie der schon in Amerika ist. Okay. Gut, so viel zum Winter-Event. Dann switche ich mal rüber in meiner Hauptwelt und sammle mal ein. Hier gibt es ja noch was zu ernten. Was denkt ihr über das Winter-Event? Hört sich das gut an für euch? Habt ihr da Lust drauf? Not the yellow from the egg, right? I believe I spider. Genau, einsammeln. Ich mach mal eine Umfrage. Ich mach mal eine Umfrage zum Winter-Event, wie es bei euch so ankommt. Kann das ja, ne? Sollte das ja nutzen, die Tools, die man hier zur Verfügung hat. So. Jetzt muss ich es nur wieder finden. Jetzt muss ich es nur wieder finden. Genau. Da ist es. Abstimmung. Ja. Neue Abstimmung. Wie gefällt euch das Winter-Event? Und die Antwortmöglichkeiten sind. Ja, ist ein guter Punkt, Samson. Tolle Preise. Tolle Mechanik. Beides super. Und gefällt mir nicht. Okay. So. Lass ich 5 Minuten laufen. Na dann. Könnt ihr abstimmen? Ich stimme auch ab und sag tolle Preise. Mechanik ist nicht so meins. Okay, gut, einsammeln. Während ihr abstimmt, sammle ich meine Gebäude ein. In meiner Hauptwelt. Zack.
Friedensturm wieder. Und dann werde ich schon die ersten Forge-Punkte ausgeben. So. Okay. Also es gibt definitiv eine Tendenz zu tollen Preisen im Moment. Stimmt gerne noch mit ab. Dazu tendiere ich, wie gesagt, auch. Ich hoffe, ich habe durch mein Video, durch meinen Stream nicht eure Meinung beeinflusst. Das lässt sich ja nicht ausschließen. So. Und jetzt den Rest mit Diamanten einsammeln. Zack. Okay. So. Oh, das wird übel. Das schaffe ich wahrscheinlich nicht mehr. Also, falls ihr auf die Negu seid, besucht mal gerne meine Taverne. Dann kann ich sie gleich nochmal abholen und vielleicht noch irgendwie an die restlichen Tavernensilber kommen, um meine Tagesquest hier abzuschließen. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn noch einer von euch auf die Negu in meine Taverne hüpft. Falls ihr mit mir befreundet seid. Falls nicht, sagt Bescheid, dann mache ich ein bisschen Platz. So, hier auch eine neue... Ah, hier gibt es noch ein paar Gesichter und Sonnengöttertore zu verkaufen. Okay, 7 zu 2 für tolle Preise. Bisher findet niemand beides gut. Und niemand findet das Event schlecht. Seht ihr das anders? Dann stimmt bitte mit ab. Oder schreibt gerne einfach mal hier rein, falls ihr wollt, falls ihr eine ganz andere Sicht darauf habt. Und wenn ihr einfach nur zuschaut und am Fernseher seid oder weiß ich was, dann ist auch gut. Gibt ja durchaus einige, die Twitch auf dem Fernseher schauen und dann ist es immer schwierig, sich daran zu beteiligen, an diesen Aktivitäten. Genau. Und habe ich auch schon gemacht, Twitch auf dem Fernseher geschaut. Bei Josie und P-Stream. Manchmal beim auch gerne auf die Couch und schaue von dort aus zu und spiele selber noch ein bisschen irgendwie auf dem Tablet. Ist ja auch ein bisschen gemütlicher als vorm Rechner zu sitzen, ne? Okay, ja, die letzten Sekunden laufen, falls ihr euch noch beteiligen wollt an der Abstimmung. Tendenz ist jetzt sehr klar. Okay, so. Und nochmal ausgegeben. Ach, da hat sich einer weiter in die Taverne gesetzt. Ist das jemand von euch? Falls ja... Könnt ihr euch ja gerne mal zu erkennen geben. Genau, also die Abstimmung ist beendet. Die meisten sagen tolle Preise. 7 Leute stimmten für tolle Preise und 2 für eine tolle Mechanik. Ja. Also wer das mit dem Überraschungseffekt mag, was man denn aus dem Paket bekommt, durchaus. Warum nicht? Ich denke, es ist halt auch eine recht bequeme Mechanik. Ne? Also man muss sich nicht tot klicken. Bei manchen Events muss man so viel klicken. Und hier geht es relativ einfach. Man
Man kann relativ schnell, ja, man kommt relativ schnell voran in dem Event. Und es ist ein bisschen schöner, ne? Es ist ein bisschen schöner, überrascht zu werden von dem Preis, als schon vorher zu wissen, mit der Wahrscheinlichkeit kriege ich das. Ne? Hat schon was für sich auch, muss man sagen. Also das Geschenk öffnen hat schon auch was für sich. Genau. Aber ich bin eher ein Freund von den komplizierteren Events, also St. Patrick's Day und Wildlife Event, aber das sehen natürlich nicht viele so. Genau. Mechanik kacke, Preis super, genau, das ist ja das, was Samson, warum mich Samson zu der Abstimmung in dieser Form animiert hat. Ist für die meisten ja nicht das erste Winter-Event, genau, also generell ist es ja den meisten bekannt, wie es funktioniert, wobei die meisten ist es tatsächlich so. Ich weiß nicht, wie viele Leute Forge of Empires so im Jahr anfangen und wie viele so von den alten aufhören. Also vielleicht ist es für viele auch einfach doch was Neues. Aber jetzt in unserer Runde ist es, glaube ich, schon so für die meisten nicht das erste Winter-Event. Zumindest von denjenigen, die jetzt hier so aktiv schreiben. Ja, Statistiken. Ja, gerne. Was heißt denn das, du könntest wieder was machen? Meinst du mit wieder was machen ein Weihnachtsstream? Oder meinst du einfach nur Forge of Empires spielen? Oder mal wieder Statistiken rausbringen? Was meinst du damit? Alles wäre natürlich bestimmt sehr, sehr willkommen. Insbesondere jetzt in der Zeit, wo es doch recht wenig Forge of Empires Streams gibt in der letzten Zeit, ne? Da gibt es ja nicht mehr so viel. Auch Josie und Pi machen nicht mehr wöchentlich ihren Forge of Empires Stream, sondern doch lieber mal was anderes. Kann ich auch alles sehr gut verstehen, weil für mich ist auch so ein bisschen die Luft raus. Aus Forge of Empires. Videos mache ich weiterhin gerne. Und ich schaue mir natürlich auch gerne an, was es so Neues gibt. Das ist so eins der Highlights, ja, für mich. Genau. Ja, vor allem wieder aktiver FOE spielen, ja. Ja, dann hau rein. Hau rein. Das Winter-Event lohnt sich, glaube ich. Problem ist die Schule? Naja, gut. Es reicht ja, wenn man sich am Abend einloggt. Genau. Vielleicht schafft man es ja nochmal irgendwie, da eine zusätzliche 4-Stunden-Produktion durchzubringen. Dann holt man sich einmal die 8 Stunden und dann nochmal eine 4-Stunden-Produktion am Abend. Das ist zumindest das, was ich im Moment meistens mache. Weil ich morgens komme ich nicht dazu, mich einzuloggen. Und dann hole ich mir meistens die 8-Stunden-Produktion und dann noch eine 4-Stunden-Produktion an am frühen Abend und dann, bevor ich ins Bett gehe, nochmal eingesammelt und am nächsten Tag dann wieder am Abend online gehen. Genau. Sonst schaffe ich das jetzt aus beruflichen Gründen aktuell nicht, dass ich morgens mich einloggen gehen kann. Genau. Gut. Du suchst gerade deinen Beta-Account. Ja, viel Erfolg bei der Suche. Wer sucht, der findet. Vielleicht. Ja. Wollt ihr noch was wissen? Wollt ihr noch was machen? Habt ihr noch Fragen? Habt ihr noch Anmerkungen? Wenn es nämlich nicht so ist. Dann würde ich nicht unbedingt den Stream beenden, sondern noch was anderes machen.
Und zwar tatsächlich gucken, wo sich der Falco da rumtreibt. Wo er gerade Videos zu macht. Denn soweit ich gesehen habe, gibt es jetzt einen PC-Client für Rise of Cultures. Spielt jemand von euch Rise of Cultures? Das wurde ja so ein bisschen angekündigt als Forge of Empires Nachfolger. Forge of Empires, ja, 2 kann man nicht wirklich sagen. Ist was anderes. Aber es gibt ein paar Sachen, die dort sehr cool sind. Und da ich so relativ aktiv Rise of Cultures spiele, würde ich euch vielleicht mal zeigen wollen, was da cool ist. Und was ich mir eigentlich für... Ja, für Forge of Empires auch wünschen würde. Jetzt muss ich nur mal gucken, wie kriege ich das jetzt hin, mich da einzuloggen. Ich glaube, ich muss erstmal noch im Menü. Ich kann ja schon mal hier anzeigen. Rise of Cultures. Ich stelle mal noch nicht um den Titel. Denn ich weiß nicht, ob ich es hinkriege. So, ich glaube, also ich muss jetzt erstmal bei Rise of Cultures mir einen Account registrieren, weil ich glaube, das ist jetzt bisher nur auf dem Handy. Aktiviert sozusagen. Und wenn man sich den Account registriert, dann kann man sich hier oben mit den Account-Daten einloggen. Ja, logischerweise. So. Okay, wie ist das Account? Konto erstellen. Konto erstellen, Konto wiederherstellen. Konto erstellen klingt doch gut. Nutzername. Der übliche. Okay, Leerzeichen sind nicht erlaubt. Passwort. Machen wir erstmal ein ganz einfaches. Packt mich nicht. Bitte. So. Ach Gott, E-Mail-Adresse und Passwort vertauscht, ja, klasse. E-Mail-Adresse. Okay, ich bin gleich soweit, Leute. Genau, also es geht tatsächlich, wenn ich das jetzt hier öffne, auch um Forge of Empires, weil ich euch zeigen will, was cool ist in Rise of Cultures und was ich mir eigentlich wünschen würde. Das ist das in... Forge of Empires auch geben würde. Aber ich würde den Spieltitel so, denn Twitch. Registrierung erfolgreich. Okay, schauen wir mal. Ich schieb's mal hier rüber, weil ich nicht weiß, ob das Passwort ausgeblendet wird. Und. Ja, nee, nicht speichern, weil ich ändere das eh noch. So. So. Okay, es lädt. Gras wird grün gefärbt. Gebäude werden platziert. Felix Make-up wird vorbereitet. So, bietet Twitch denn die Möglichkeit an, hier Rise of Cultures einzustellen? Rise of Cultures. Nee, tatsächlich nicht. Es gibt nur die Siedler Rise of Cultures. Tatsächlich nicht. Okay, aber ist egal.
Okay, das sieht schon mal aus wie auf dem Handy. Genau, oder auf dem Tablet. Ich kann jetzt hier gerade ernten. Und ich zeige euch schon mal das Erste, was richtig cool ist. Man muss nur ein Münzgebäude anklicken und sammelt alle ein. Das ist sehr bequem. Ich kann mir aber vorstellen, warum sie das in Forge of Empires nicht drin haben. Und zwar, weil man manchmal doch sehr gezielt eine gewisse Anzahl an Münzen haben will. Wobei bei Münzen ist das weniger häufig der Fall, ne? Bei Münzen könnte man das eigentlich relativ einfach übernehmen. Wo es aber viel schwieriger sein könnte, wäre bei allen Vorratsproduktionen. Ich kann jetzt hier nämlich auch alle Vorratsproduktionen mit einem Mal einsammeln. So. Es gibt jetzt hier aber auch keine. Na doch, es gibt 2 Minuten Produktion, 10 Minuten Produktion und 1 Stunde Produktion. Genau. Aber es. Ja, und es gibt auch die Quests, die dann denn sowas wollen, wie. Okay, mach jetzt hier irgendwie 100 kleine Produktionen oder sowas, ja. Oder 25 mittlere oder 3 große oder sowas. Genau, das ist schon mal cool, also dass man alles auch mit einmal einsammeln kann. Und man erspart sich manchmal das Geklicke und Gesuche. Auch nett sind diese Schilder hier. Wo denn die Dinge hier rumliegen. Weil auch da sucht man sich bei Forge of Empires manchmal blöd. Insbesondere, wenn die Sachen auf den Straßen rumliegen, ne? Da ist es dann besonders nervig. Wobei das hier bei den Straßen anders gelöst ist. Also man muss hier keine Straßen bauen. Die Straßen bauen sich von alleine. Aber es ist ja hier auch relativ viel Bewegung, ja? Also gibt hier Leute, die laufen eben auch auf diesen Straßen rum. Aber man muss eben sich um die Straßen eigentlich nicht kümmern. Man kann hier halt auf dem Platz, den man hat, dann alle Gebäude hinstellen und die Straßen bauen sich dann von alleine da zum Eingang. Genau, aber ich würde sagen, das gehört bei FOE einfach auch dazu, dass man versucht, mit den Straßen zu experimentieren und dort. Genau, dort halt eben versuchst, deine Stadt zu optimieren und möglichst wenig Straßen zu verwenden und so. Genau, aber das ist was, was ich nicht in FOE ändern würde. Aber das mit den Ereignissen finden, das ist cool und mit dem alles auf einmal einsammeln, ist auf jeden Fall auch ziemlich hilfreich. Wobei man das ja mit dem Knopf hier auch ein bisschen hat, ne? Jetzt ist er ja weg. Ist er jetzt weg? Sehe ich ihn nicht mehr? Bin ich blind? Weil ich alles eingesammelt habe, ist er jetzt nicht zu sehen, genau. Gebäude drehen. Ja, nee, Gebäude drehen. Kann man tatsächlich hier, ja? Moment. Gebäude drehen. Geht. In 2 Richtungen. Aber. Nee, sehe ich jetzt auch nicht für FOI. Sehe ich auch nicht für FOI. Das ist, glaube ich, Teil dessen. Wie man die Stadt baut und wie man da knobeln muss, um das optimal aufzustellen. Und der Fokus ist hier halt ein bisschen anders. Einfach. Genau. Das Spiel ist definitiv auch deutlich gemütlicher. Das ist auch was ich bei Rise of Cultures mehr mag. Also du hast halt die Schatzjagd hier unten. Das ist die Gildenexpedition im Grunde. Wie im Forge of Empires kann man verhandeln und angreifen. Verhandeln ist 1 zu 1 wie in FOE. Ja. Man hat andere Grafiken, klar. Angreifen ist ganz anders. Angreifen ist ganz anders. Ich zeige euch das mal. Ich sammle mal meine Einheiten ein. Meine zerstörten. So.
Genau, okay. Angreifen ist ganz anders, gefällt mir auch gut. Und es geht nur manuell. Es gibt keinen automatischen Angriff, macht aber auch überhaupt keinen Sinn. Also, naja, sagen wir es mal so, es ist ein teilautomatischer Angriff. Also, wenn man jetzt hier auf Angriff drückt, der Angriff läuft schon automatisch, aber man muss halt selbst platzieren. Und man kann Spezialeinheiten in den Kampf ins Rennen schicken. Also, ich würde jetzt hier zum Beispiel Einheiten so platzieren, dass ich möglichst viel hier in diese Fläche reinkriege. Ich weiß jetzt schon, wie die aussehen, diese Einheiten. Also, was die an Platz brauchen. Von daher weiß ich, wie ich das hier belegen kann. Das hier hat zum Beispiel einen anderen Schnitt, ja, dieses Katapult. Und die Bogenschützen haben auch einen anderen Schnitt. Und die hier, die Infanteristen, sind halt alle 3x3. Und ja. Genau, also das Aufstellen ist tatsächlich auch der Schlüssel hier, um zu gewinnen. Man muss immer so ein bisschen dafür sorgen, dass man möglichst viele Einheiten auf den kleinen Platz bekommt, die man hat. Und die Boni der Einheiten zueinander sind relativ stark. Also, wenn man zum Beispiel die Pferde auf die Infanteristen schickt, dann sind die Pferde relativ schnell tot. Wenn man die Pferde allerdings auf die Fernkämpfer, also die hier hinten schickt, dann sind die Fernkämpfer relativ schnell tot, ne? Also, so wie im Grunde schon wie in Forge of Empires. Weil da sind ja die Gegensätzlichkeiten ähnlich. Aber es hat halt einen viel größeren Impact, weil man hier nicht steuern kann. Und man hat eben noch zusätzlich diese Helden hier sozusagen, die man auch noch in den Kampf führen kann. Und das Besondere ist jetzt hier bei den Pferden zum Beispiel, dass die nicht hier Halt machen und gegen die Infanteristen kämpfen, sondern dass sie bei der ersten Linie glatt durchrennen. Also die rennen jetzt hier über diese Infanteristen drüber und greifen hinten die Bogenschützen an. Beziehungsweise Speerwerfer sind es ja jetzt hier. Genau. Und ich hoffe, dass meine Infanteristen, die leichte Infanterie und die schwere Infanterie, sich halt so positionieren, dass die so vor meinen Bogenschützen dann platziert ist und die Infanteristen der Gegner eben nicht an meine Bogenschützen rankommen. Genau, also ich mache jetzt hier mal den Start der Schlacht und dann läuft es halt alles. Okay, es braucht ein bisschen. Es läuft halt alles automatisch los und dann kann ich hier meine Helden einsetzen. Zum Beispiel die Jaguare, die sind gut gegen Fernkämpfer. Die setze ich jetzt hier ein und hoffe, die rennen nach hinten. Dann habe ich den hier zum Beispiel, diesen Helden, der sorgt für zusätzliche Infanteristen. Den würde ich jetzt hier platzieren. Oder diese Infanteristen würde ich hier platzieren. Damit sie meine Bogenschützen verteidigen können. Ja, und dann gibt es noch so einen großen Elefanten. Den schaffe ich jetzt schon gar nicht mehr einzusetzen. Genau, da ist der Kampf schon vorbei. Sieht jetzt relativ einfach aus. Aber wenn man dann mit einer anderen Startaufstellung anfängt, kann das schnell in die Hose gehen. Und dann kommt man da nicht weiter. Genau, also Kampf ist schon sehr, sehr anders. Und ich finde, das macht auch ordentlich Spaß hier, der Kampf. Aber Schatzjagd, wie Gildenexpedition, wie gesagt, hat 3 Stufen statt 4. Die muss man freischalten, diese Stufen. Dazu muss man Versuche spenden von den eigenen Versuchen, damit man die zusätzlichen Stufen freigeschaltet bekommt. Also auch das ein bisschen unterschiedlich gestaltet. Und man bekommt halt nur maximal 4 in die Leiste. Es sei denn, man gewinnt zusätzliche, wie ich gerade 2 zusätzliche Versuche gewonnen habe. Deswegen geht alles ein bisschen langsamer voran. Man kann nicht mal eben so schnell durchspielen. Und es gibt halt keine unerschöpflichen Medaillen, die man da nutzen kann, um das Gildenexpeditionsäquivalent innerhalb von 20 Minuten durchzuspielen, ja. Das geht nicht. Also da braucht man schon irgendwie über die Woche die Zeit, um da durchzukommen. Und so sieht man halt jetzt hier auch,
Unterschiedliche Stände, ja. Tatsächlich ist der Juba, also derjenige, der die Postings hier macht für die Events, in meiner Gilde, in Rise of Cultures. Oder meinem, weiß gar nicht, heißt es Gilde? Meinem Team, keine Ahnung, was das heißt, wie das heißt. Aber wir sind ja relativ wenige, neun Leute nur. Also, falls ihr Rise of Cultures spielen wollt, dann kommt gerne zu Amarok. Wir haben noch Platz. Genau. Genau. Das ist interessant. Und was auch ganz anders ist, ist das Einheiten produzieren, weil man, es gibt hier eben keine Möglichkeit, beliebig viele Gebäude zu stellen, sondern man kann eben nur ja, jeweils eine Kaserne stellen, außer von diesen leichten Infanteristen. Von denen kann man zwei Kasernen stellen. Und dann ist es das eben auch, ja. Also mehr Gebäude, mehr Kasernen kann man nicht stellen und es gibt keinen Alcatraz, wo man unabhängige Einheiten bekommt. Das heißt, wenn die beschädigt sind oder tot sind, dann muss man erstmal wieder reparieren und dann kann man weiterspielen. Oder man verhandelt, aber verhandeln ist auch wiederum nicht so einfach, weil man halt einen Haufen Ressourcen verbraucht. Und das sind eben nicht nur ja, nicht nur Güter, sondern auch Forge-Punkte, Äquivalente und Einheiten, von denen man eben begrenzt viele hat. Genau. Aber ein paar Sachen sind echt cool. Und kann man auch ein bisschen was. Könnte man auch ein paar Sachen übernehmen, eigentlich, um sie in FOE zu verbessern oder auch um auf neue Gedanken zu kommen oder neue Sachen einzubringen. Ja. Aber gut. Okay, das wollte ich euch nochmal kurz zeigen. Vielleicht mal so als kleiner Abschweifer. Und ja, wie gesagt, wenn ihr Lust habt, Rise of Cultures wieder anzufangen oder erstmals anzufangen, dann meldet euch doch gerne bei uns bei der Gilde und dann könnt ihr gerne mit dazukommen. Genau. Ja. Es ist wie gesagt alles noch relativ gemütlich, weil im Prinzip gibt es keine Sachen, die jetzt wirklich dringend sind, die man jetzt hier machen muss. Außer die Schatzjagd, die ist halt zeitlich begrenzt über die Woche. Und wenn man da durchspielen will, was man durchaus machen kann und wo wir auch die Lösungswege für aufgeschrieben haben, dann braucht man halt die Woche und muss sich halt immer mal wieder einloggen und immer mal wieder weiterspielen. Genau, aber ansonsten ist es sehr gemütlich. Keine Gildengefechte, kein GVG, nix, wo man sich sonst irgendwie an vorgeschriebene Zeiten halten muss. Es gibt auch Events und die sind halt dann auch mal zeitlich begrenzt. Ja, aber es ist eigentlich einfach schaffbar, da durchzuspielen. Okay, so viel zum Rise of Cultures abschweifen. Dann würde ich noch mal meine Nebenwelten öffnen. Neuer Tab. Würde ich mal wieder bei A reinschauen. Ach so, eine Sache wollte ich noch sagen. Eine Sache wollte ich noch sagen und fragen. So, für diejenigen, die jetzt bei Rise of Cultures noch nicht eingeschlafen sind, mache ich noch eine zweite Abstimmung. Okay. Noch eine zweite Abstimmung. Und zwar habt ihr das Herbst-Event Hauptgebäude voll ausgebaut bekommen? Antworten? Ja. Ja. Aber mit Diamanten?
Und nein. Vielleicht auch noch dazu, nein, aber ich habe auch nicht gespielt. Nicht aktiv. Nein, aber war auch nicht aktiv. Okay. Umfrage beginnt. Beteiligt euch gerne. Ich stimme wieder mit ab. Und sag jetzt schon ja, aber mit Diamanten. Nochmal auf meine Hauptwelt. Wo ist sie denn jetzt schon wieder? Hier ist sie hin verschwunden. Genau. Also, ich hab's nicht geschafft, das Herbst-Event-Gebäude voll auszubauen. Ich habe es auch schon auf dem Beta-Server nicht geschafft. Und also ich habe es natürlich am Ende dann doch geschafft, weil ich Diamanten eingesetzt habe. Wie heißt es nochmal? Sunflower? Nee, Sonnenblumen. Genau, Sonnenblumenölpresse. Haben wir hier 9 Stufen. Genau. Das ist das, was ich bekommen hätte. Denn ich wäre eigentlich vom Ergebnis nur knapp hier gelandet, also nur in der Praktikantenliga gelandet. Ich war nämlich bei irgendwie 100 und keine Ahnung, 100 und 85 oder sowas. Also relativ knapp unter der Lehrlingsliga, was die Sterne anging. Und um das zu schaffen, habe ich mir mit Hilfe von ein paar Diamanten noch ein paar zusätzliche. Was war das hier im Herbst-Event? Ich habe die Spielmechanik vergessen. Ich habe mit wenigen Diamanten im Prinzip noch ein bisschen weiterspielen können, um in die Lehrlingsliga zu kommen. Und ja, dadurch halt dieses Kit hier auch noch bekommen. Das habe ich noch nicht aufgemacht, deswegen. Ja, deswegen bin ich jetzt hier nur bei 7. Aber ich habe das Ergebnis hier auch. Was gibt es? Heißt es Liga? Und Liga-Belohnung. Lehrling-Liga-Belohnung, genau. Das ist das vom Herbst-Event. Da ist dann mein letztes Kit drin. Genau. Ja, aber ohne diesen Einsatz von ein paar Diamanten hätte ich es nicht geschafft. Und ich habe es ja auch auf dem Beta-Server schon nicht geschafft, aber da habe ich halt auch nicht so ganz konzentriert gespielt. Vielleicht hätte man es geschafft oder hätte ich es geschafft, wäre ich nicht beruflich, also wäre ich beruflich weniger eingebunden, wie ich es jetzt bin. Also. Früher konnte ich halt mich morgens einloggen, dann konnte ich mich auch mittags einloggen, irgendwann auf der Arbeit und abends dann halt nochmal online sein. Jetzt klappt es halt manchmal morgens, ja, irgendwie auf dem Handy nochmal und sonst vor allem abends. Also ich bin täglich online am Abend, dann auch manchmal mehrere Stunden. Und es reicht locker für die Event-Questline und um die Ereignisse einzusammeln. Aber vielleicht habe ich ein paar verpasst, weil ich jetzt an den letzten Event-Tagen war ich ja verhindert für einige Tage. Wer auf meinem privaten Discord-Account ist, kann sich vielleicht vorstellen, warum. Und konnte nur am Handy spielen und da habe ich vielleicht nicht alle Ereignisse gefunden, weil man ja dann diesen Ereignishelfer nicht hat. Und ich habe vielleicht auch generell einige Ereignisse auf den Straßen nicht gefunden, weil man dieses tolle Ereignis ist dort Feature von Rise of Cultures nicht hat. Genau, wie ich jetzt eben dieses Schlagloch jetzt hier auf der Straße auch. Ach, spontan gefunden, ja, aber solche Sachen sind halt schwer zu finden. Die Sachen auf der Straße sind schwer zu finden.
Und möglicherweise sind da auch mal Zutaten drin gewesen. Ja. Also vielleicht hätte man das mit Hilfe dieser Sachen noch finden können. Noch hinbekommen können. Ja, hat bei mir aber nicht gereicht. Also, wenn dann haarscharf, ja. Also wahrscheinlich haarscharf das Hauptgebäude vollkriegen. Und wenn ich mir die Ergebnisse so angucke, ja, aber mit Diamanten haben 3 von euch und damit 50% der Abstimmenden angegeben. Einer hat nur gesagt, ja. Und dann würde ich folgern ohne Diamanten. Und 2 haben gesagt, sie haben es nicht geschafft. Also einmal war auch nicht aktiv. Gut, dann in dem Fall kann man es auch nicht so schaffen, aber das ist klar. Ja. Genau, also es war wirklich haarscharf. Also das denke ich mal, da hätte FOE durchaus ein bisschen noch mehr Zutaten geben können, weil das war wirklich sehr, sehr eng. Ich glaube, beim Halloween-Event wird es nicht so knapp. Also, wir können ja noch mal reingucken. Genau. Ah, wie hieß denn das Haus oder das Hauptgebäude dort? Gehe gleich auf die Kommentare ein. Ich versuche gerade noch meinen Punkt zu Ende zu machen. Suche das Hauptgebäude aus dem Halloween-Event. Das ist das Tarot-Karten. Genau, Tarot. Tarot. Okay. Ja. Also 12 Level. Ich bin alleine schon mit den Kids bei 12, kommen insgesamt auf 14. Also hier wird es nicht knapp. Und ich habe das Halloween-Event nicht aktiv gespielt. Also ich habe die Questline zu Ende gespielt, ja. Ich bin mit den Quests durchgekommen. Aber ich habe jetzt zum Beispiel den Eventkalender nicht gelöst, obwohl ich das auf meinem Hauptaccount normalerweise mache. Auf dem Big Beta-Account habe ich es nicht gemacht. Auch weil ich wusste, dass ich für eine Woche kein Beta spielen kann, weil ich Beta nicht auf mobilen Geräten habe und auch kein mobiles Gerät dabei habe für eine Woche. Genau, das war jetzt auch die Woche, die ich meinte, wo ich eingeschränkt nur gespielt habe. Und deswegen habe ich es gar nicht erst angefangen, gar nicht erst versucht, den Eventkalender zu lösen beim Halloween-Event. Dann hätte ich noch mehr Kids bekommen. Also dann hätte man ja noch 2 weitere Kids gehabt. Also durchaus. Ja, wenn man bei 14. Ja, man braucht schon relativ viele. Ja, da hätte man 4 weitere Kids gehabt. Das ist noch lange nicht ein weiteres volles Gebäude. Aber okay. Genau, aber ich denke, man kommt gut hin. Was das Hauptgebäude angeht im Halloween-Event, aber beim Herbst-Event war es wirklich, also für viele denke ich, nicht möglich, ohne den Einsatz von ein paar Diamanten. Aber wenn das jetzt alle machen, ja, also gut, das Herbst-Event ist vorbei, also die Ansage, dass das jetzt alle machen, ist jetzt zu spät. Aber wenn das alle machen würden, ne, dann würde sich hier das ja wieder rausmitteln, weil hätte es jetzt den Tipp gegeben von irgendeinem großen. Also von FOE Tipps beispielsweise, setzt ein paar Diamanten ein, dann schafft ihr es auch, wenn ihr am Ende irgendwie kurz vor Ende des ganzen Abschlusses nochmal ein paar Diamanten einsetzt, um dann in die nächste Liga zu springen, dann hebt sich ja die Schwelle auch an mit den Top 20%. Ja. Und wenn dann 30% Diamanten einsetzen, ja, dann sieht es halt wieder schlecht aus für 10% von den 30%. Weil die dann noch mehr Diamanten einsetzen müssten, um darüber zu kommen.
Das ist dann der Nachteil bei diesen Ligen, die nach Top-Prozenten sortiert sind. Genau. Ja, so viel dazu. Etwas ärgerlich. Und ja, auf den Nebenwelten habe ich's halt gar nicht aktiv mehr gespielt. Also hier bin ich dann im Herbst-Event lang nicht so weit gekommen. Ich habe die, glaube ich, nicht mal eingesammelt. Also. Okay, ich hab das Grundgebäude, das war's. Ja. Okay. Selene schreibt, ich habe auch Diamanten ausgegeben, aber ich weiß nicht, ob es daran lag, dass ich an den Wochenenden nicht gespielt habe und mir daher die Zutaten vom Einloggen an den Tagen aus den täglichen Herausforderungen fehlten. Könnte sein, Selene. Könnte sein. Ich habe allerdings gespielt. Ich denke, ich war täglich online. Vielleicht an einem Tag nicht. Ja. Genau. Samsam schreibt, kam auf die Welt an. Das ist richtig, ne? Also je aktiver die Welt, desto schwieriger ist es, weil die Top 20%, die die Hauptgebäude voll haben wollen, sind natürlich auf neuen Welten viel schwieriger zu erreichen, weil einfach die Anzahl der aktiven Spieler deutlich höher ist auf so einer neuen Welt. Da ist ja am Anfang erstmal jeder aktiv. Da ist natürlich deutlich härter, dann in diese Ligen zu kommen. Hier auf Dinegu war es aber auch nicht so einfach. Genau, in manchen Nebenstädten hat es ohne Dias geklappt. Okay. Ja, okay. Also vielleicht hatte ich auch einfach ein Stück weit Pech. Also ich hatte auch eine sehr unausgewogene, eine sehr unausgewogene Zutatenleiste am Ende. Also ich habe zwar immer so die Zutaten ausgegeben, dass ich möglichst gleichmäßig verbrauche, aber ich hatte am Ende trotzdem irgendwie von einer Sorte noch vier, weil ich dann am vorletzten Tag irgendwie alles verspielt habe und ich irgendwie bei drei Zutaten auf null war und dann in den zwei letzten Tagen dann noch jeweils die Zutaten bekommen habe, von denen ich noch welche hatte, aber nicht die Zutaten, wo ich auf null war. Also konnte ich mit den Zutaten, die ich dann dazu bekommen habe, in den letzten Tagen auch überhaupt nichts mehr anfangen. Also sowohl in der täglichen Herausforderung, wo man dann nochmal eine Zutat hätte bekommen können, als auch in der Tagesgeschichte habe ich jeweils so die falschen Zutaten bekommen. Also war vielleicht auch ein Stück weit Pech dabei. Ja. Weiß ich nicht. Wie das bei anderen aktiveren. Hi. Wie das bei anderen aktiveren Spielern war. Gute Nacht, schlaf gut. Die auf alten Welten ihre Hauptwelt haben. Genau, FOE-Statistiken, genau. So ging es mir auch. 0 Äpfel, 3 Zimt, 4 Schoko. Ja, ich hatte auch 3x 0 und dann irgendwie vom einen, glaube ich, 3 und vom anderen 4. Und am Tag, 2 Tage vorher, wo ich alles verspielt habe, da hatte ich halt dann irgendwie von einem 1, vom anderen 2 und dann, ja, kam halt da noch mehr dazu, aber. Konnte damit dann trotzdem keine Torten mehr backen. Genau. Naja. Gut. Sei es drum. Okay. Dann sammle ich noch ein. Dann sammle ich noch ein. Oh, ich kann jetzt hier in der Hauptstadt. Ach, habe ich schon gemacht. Sammle ich noch ein. Tägliche Herausforderung. Ist das hier jetzt noch machbar? Kurz vor Tagesende. Boah, sieht möglich aus. Wie ist es denn eigentlich jetzt hier? Ja, hier war die Taverne voll, habe ich abgeholt. Muss ich mal gucken, wie viele
Tavernen ich hier noch besuchen kann und da was, noch was rauskriege. Also der Aufruf gilt immer noch. Also falls ihr auf die Negu seid, kommt gerne in meine Taverne. Ich möchte die gerne gleich nochmal abholen, um meine tägliche Herausforderung hier noch vollzukriegen. Wäre auf jeden Fall cool. Ja. Hier, so. Gibt es Diamanten? Gibt es Diamanten? Leider nein. Wenn es keine Diamanten gibt, dann kann ich der Reihenfolge hier nachgehen. Das weiß ich aber auch ungefähr, was ich da einsammeln muss. Genau. Die Gebäude waren es und die beiden Bühnen der Zeitalter. Dann noch eine Bühne der Zeitalter. Dann muss ich erstmal die Forgepunkte ausgeben. Ah, blaue Galaxie kann ich leveln. Dann war das jetzt schlecht gewählt, die Bühne der Zeitalter schon mal auszubauen. Bootshaus. Und dann nehme ich nochmal hier so. Da suche ich jetzt nicht nach. Paar Güter verdoppeln. Auch gut. Okay. So. Habe ich alles? Nein. Jetzt habe ich alles von 40 Tavernenbesuchen. Klappt vielleicht. Klappt vielleicht. Und Produktion anstellen. Kann dir keine FA auf dich schicken, Selene. Ich mach dir Platz. Also meine Freundesliste ist voll, ja, aber es gibt sehr viele Inaktive. Zum Beispiel Konstantin der Dritte. Nochmal eine Motivation von mir und dann mir Platz. Selene, schick mir gerne eine Freundschaftsanfrage nochmal. Okay, so, dann ist hier alles eingesammelt. Dann nochmal die Forge-Punkte ausgeben. Ich jetzt hier die Zollstatue, dann kann ich die bald auch noch weiter bald ausschreiben. Dann bin ich hier schon fertig und wechsle noch auf Eldrangier. So, Selena. Ich hast du schon geschickt, manchmal ist ja FOE ein bisschen träge. Einmal aktualisieren drücken. Oder mein Browser ist ein bisschen träge. Der hat sich gerade so ein bisschen aufgehängt. Hallo. Na mal schauen. Mir schmiert hier gerade so. Mir scheint hier gerade mein Google Chrome abzuschmieren. Ja, Selene. Muss an dir liegen. Natürlich nicht. Natürlich nicht. Was ist los? Jetzt kommt, jetzt hat er sich gefangen. Jetzt hat er sich gefangen. Okay. Wollte wahrscheinlich nicht, dass wir befreundet werden. Ja, ich weiß nicht, ob du jetzt schon in meine Taverne kommen kannst, wenn du jetzt gerade neu auf der Freundesliste bist. Ich kann nicht in deine Taverne kommen. Erst in 24 Stunden. So wie es aussieht. Das ist manchmal geht es, manchmal nicht. Also ich habe da noch nicht so wirklich den
verstanden, wann es geht und wann es nicht geht. Ich glaube, wenn man über Freunde finden geht, ich glaube, bei denen kann man sofort in die Taverne gehen. Aber sonst, glaube ich, muss man erstmal einen Tag warten. Aber auch gut, dann, ja, Selina. Ist mir lieber als jemand Inaktiven. Wenn nicht jemand auf der Freundin. Selbst wenn du inaktiv sein solltest. Beim nächsten Mal kannst du mir vielleicht helfen mit der Taverne, wenn wir im Stream zusammen sind. Genau, spiele nicht aktiv auf Feen, nur Wunschbrunnen. Ja, genau. Ist ja okay. Ist ja quasi fast aktiv. Wunschbrunnenwelt. Schau ich mal bei dir vorbei, deiner Wunschbrunnenwelt. Eine kleine Wunschbrunnenwelt, aber schick. Klein, aber fein. Hast du, glaube ich, schon mehr als ich auf A. Lieber nicht, was denn? Ist doch okay. Okay. Ja. Bei uns auch mit 1,4. Thunder aus unserer Gilde. Da ist A und D anscheinend ähnlich. Okay, gut, dann also noch hier ernten und etwas Gildenexpedition spielen. Und vielleicht habe ich hier mehr Glück mit den Diamanten. Gibt auch keiner heute. Dann ist das so. Dom. Ja, hier muss ich auch mal wieder abbauen, umbauen. Ist schon besser aufgebaut, aber ich habe jetzt mehr Platz gewonnen und kann noch mehr Wunschbrunnen unterbringen, vielleicht ein paar andere Gebäude abbauen, um einfach noch mehr Fortschritte rauszuholen aus der Welt. So, die 20 kann ich ja jetzt hier einsetzen. Dann das Ausschreiben, das Archchen. Gerade leer die Liste. Gibt also für mich nichts zu belegen, außer bei mir. Weiter einsammeln. Die anderen brauchten die anderen noch was? Auch nicht. Die anderen Listen sind auch leer. Gut, dann kommt alles zu mir. Die arktische Orangerie möchte anscheinend auch gelevelt werden. Dann. Warum nicht? So, und 8 Stunden Produktion an. Und dann werde ich noch ein paar Gilden-Expeditionsbegegnungen machen. Da bin ich ja jetzt noch nicht besonders weit. Für meine Gilden-Expeditionswelt, wo ich Diamanten durch Gilden-Expeditionen verdiene. Ja, genau. Also ich habe im Moment auch aktiv spiele ich auch nur noch meine Hauptwelt. Die Beta-Welt, wenn ein Event läuft. Und hier die Diamantenwelten, aber da halt auch nur Diamanten einsammeln im Grunde. Wunschbrunnen sammeln auf A.
Und Gildenexpedition spielen auf F. Ja, Wunschbrunnen, die ich hier habe, natürlich auch einsammeln. Genau, das ist meine Aktivität, die ich im Moment leisten kann. Classic Welt habe ich pausiert. Und wie meine schöne Stadt. Ich glaube, das war wie. Ja, wie habe ich auch pausiert. Kriege ich gerade zeitlich nicht hin. Wie gesagt, ich logge mich halt noch abends ein. Mehr schaffe ich im Moment nicht. Mal gucken, ob sich das irgendwann ändert wieder. Aber im Moment ist es so. Und am Wochenende war es eh immer schon so, dass ich am Wochenende eher weniger gespielt habe. Und ja, daran hat sich jetzt eigentlich nichts geändert. Das spiele ich immer noch genauso wenig. Genau. Ja, so. So, dann habe ich es geschafft. Alles eingesammelt. Hinter-Event gezeigt. Mal einen Einblick in Rise of Cultures und einen kleinen Vergleich, wenn man das so sagen kann. Ja, man hätte jetzt natürlich auch noch den Forschungsbaum irgendwie angucken können. Kann ich aber nicht, weil ich habe alles fertig. Also alles fertig erforscht. Und alle Quests fertig. Also, da passiert gerade nichts. Also, da geht es mir gerade so ähnlich wie in FOE. Da bin ich ja auch bei allem fertig. Also, da kann ich schlecht irgendwie euch irgendwas zeigen. Genau. Aber das ist ähnlich. Ist ähnlich. Bisschen nervig sind diese Kulturen. Hier gibt es halt auch Kulturen. Wikingerkönigreich kann ich mal rübergehen. Und die sind nicht so unabhängig wie in FOE. Also man braucht Güter aus diesen Kulturen für Sachen auf der Hauptwelt. Also zum Beispiel braucht man hier diese Güter, um auf der Hauptwelt weiter forschen zu können. Genau. Oder auch für Verhandlungen und so. Genau. Mehr vergleichen kann man da jetzt auch nicht mehr so wirklich. Ja, doch, man kann schon noch einiges vergleichen. Vielleicht mache ich mal einen Rise of Culture Stream, einen dedizierten. Genau, jetzt wo es geht, wo man das auf dem PC machen kann und zeigen kann, mache ich vielleicht mal einen Rise of Culture Stream, um das ein bisschen vorzustellen, das Ganze. Okay, so viel dazu. Ich habe mich gefreut, dass ihr alle da wart. Ich habe mich gefreut, dass ihr euch so rege am Chat beteiligt habt und auch an den Abstimmungen. Und ja, ich freue mich natürlich auch, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Ich bin ja im Moment nicht ganz so regelmäßig. Wie gesagt, letzte Woche war ich halt gar nicht zu Hause. Diesen Mittwoch habe ich es nicht geschafft. Da war ich einfach zu platt. Am Abend, da konnte ich nicht. Dafür heute. Spontan. Ist ja auch mal okay, wenn vielleicht auch manche Leute sich vielleicht ein bisschen Zeit frei halten, irgendwie an einem bestimmten Tag und das dann vielleicht am Mittwoch war und heute nicht. Aber Video ist ja auf Twitch noch nachschaubar und ich werde es auch wieder auf YouTube hochladen. Ja, auf jeden Fall schön, dass ihr dabei wart. Und ich danke euch und wünsche euch jetzt auf jeden Fall eine gute Nacht und freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Noch was zu sagen? Fällt jetzt nichts ein. Ich muss noch überlegen, wo ich hinraide. Ich muss noch schauen, wo wir hinraiden. Genau. Gibt es jemanden? Habt ihr einen Vorschlag? Falls nicht, habe ich schon jemanden gefunden. Ich schaue einmal nach FOI. So unwahrscheinlich das auch sein mag.
Vielleicht gibt es ja tatsächlich jemanden, der Forge of Empire streamt. Kategorie. Nur ich. Nur ich, genau. Also kein weiterer FOE-Streamer. Und von daher würde ich mal wieder, ihr habt auch keinen Vorschlag gemacht, würde ich mal wieder zum Soon raiden. Da Musik ist ja immer ein ganz cooler Ausklang und er macht halt Live-Musik auf Twitch. Falls ihr ihn noch nicht gesehen habt, ihn noch nicht kennt, der macht so, ja, Gitarrenmusik und ich mag das sehr gerne und falls ihr noch ein wenig online seid, hört doch gerne mal rein und hört noch ein bisschen zu und lasst euren Abend ausklingen. Ich finde es immer ganz angenehm, da noch ein wenig Musik zu hören. Genau. Ja, so viel dazu. Danke euch und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Gute Nacht. Bis bald. Doch, doch. Der Raid soll stattfinden, ne? Okay, ciao, ciao.